Ja, meine Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einem niegelnagel neuen Projekt, und zwar, es nennt sich Battlegrounds, Players und sowieso, keine Ahnung. Ich bin aber nicht alleine, der liebe Sam da ist dabei und er wird mir das Spiel jetzt mal ein wenig erklären. Ein wenig. Ja, aber nur ein wenig. So, bist du denn schon online? Nein, du bist noch nicht online. Oh, ich bin online, ich warte in der Lobby. Ah, doch, da. Stimmt. Musste refreshen. Wie geht das jetzt? Wie können wir zusammenspielen? Da steht unten bei Steam Friends, kannst du Leute einladen. Ja. Ja, dann lad mich mal ein, weil du bist ein bisschen geübter als ich. Ich such gerade hier, kannst du wohl nicht in Game machen, musst wohl in Steam, und dann kannst du da irgendwie einen Invite schicken. Okay, wie ging das nochmal so, ne? Ja. Ja, mal eben in Steam geben. Steam, da. Yeah. Und, Kann ich dich denn jetzt damit dazu einladen? Wie heißt du denn in Steam? Habe ich dich da überhaupt schon? Ja, natürlich. Zuschauen einladen. In Gruppe einladen. In Gruppe einladen? Nein. Zum Handeln einladen. Zuschauen. Ja, Düsseldorf 80, genau. Genau. Ich kann dich nicht einladen, ich weiß nicht wie. Rechts hin zum Zuschauen einladen. Kann ich sagen, in Gruppe einladen. So. Gruppe einladen. Ach ne, in Gruppe nicht. Beitreten. Spiel beitreten ist dunkelgrau, kann ich nicht machen. Spiel starten geht auch nicht. Zuschauen könnte ich machen, na toll. Das bringt mir herzlich wenig was. Ich guck gerade mal. Warte mal, wie kann man das nicht... Als Host, Freunde. Stats und Invite. Was passiert denn, wenn ich auf Invite gehe? Gar nichts. Und Stats, das sind nur deine Statistiken. 4 Runden, 0. Achso, ich muss erst auf Duo, das Spiel erst auf Duo stellen oder so. Achso. Steht hier irgendwo Gameplay? Ja, Freunde, das sind so kleine. Ach doch, jetzt geht's. Jetzt steht hier Steam Friends 1, und wenn ich jetzt auf Steam Friends gehe, dann geht ein Menü hoch. Da kann ich Invite sagen. Successfully send Invite Message. Ach, da bist du. Ja. Du siehst fast genauso aus wie ich. Jawohl. Ja, die Hose ist anders. Und die Haare. Du hast graue Haare. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Wunderbar. Ja, dann muss man oben nur auf Play klicken. Also oben links Play Battlegrounds. Einfach nur einmal draufklicken und dann ready. Bist du schon. Wolltest du deine Keys einstellen oder? Was für Keys? Für deine Tastatur hier. Laufen, rennen, springen. Und ich schätze mal, das ist doch WSAD oder nicht? Ja, aber da gibt es noch andere Sachen. Zum Beispiel, du fängst an und dann bist du mit allen Spielern auf einem Haufen, also das sind so 90 oder 100 Spieler, und dann zählt der runter eine Minute und dann fängt das Spiel an und dann fliegt so ein Flugzeug über die Map und aus dem musst du abspringen. Und dann sollten wir am gleichen Platz landen, also aus dem springst du ab, dann fliegst du mit so einem Fallschirm runter. Ja. Wir sollten irgendwo abspringen, wo Häuser sind. In den Häusern sind die Waffen drin. Ist das so eine Art DayZ, halt nur ohne Zombies? DayZ nicht. DayZ ist ein Survival-Game, halt mit Zombie in einer Zombie-Apokalypse. Wo du eben halt dir alles zusammensuchen musst, Essen, Trinken, Waffen, Kleidung. Jo, so ist das auch. Du kannst auch mit Fahrzeugen fahren. Ja. Und in den Häusern findest du das alles. Muss natürlich auf. Und in den Häusern findest du Waffen, und da sind dann auch zum Beispiel erweitertes Magazin oder 8-fach-Zoom, und das kannst du auf deine Waffe dann montieren. Okay. Und dann verkleinert sich der Spielbereich immer.
weil die Map ist relativ groß und du kannst ja einfach irgendwo in einem Haus campen, bis alle anderen tot sind oder so und dann den letzten killen. Und damit das halt nicht passiert, verkleinern die immer den Spielbereich. Das steht dann so eine Meldung. Dann musst du auf die Map gucken, wo du hinlaufen musst und dann musst du innerhalb dieses Kreises sein. Aber wenn du außerhalb des Kreises bist, verlierst du sonst Leben dann. Okay. Oder siehst du dann blutest du da so. Ah ja, wird ich schon, glaube ich, schaffen. Ja, wolltest du nochmal deine Tasten angucken? Habe ich schon gerade gemacht, währenddessen ja. Du erklärt hast. Okay. Ja, dann klicke ich mal auf Ready. Matching. EU-Server. Genau. Also, Freunde, erwartet nicht zu viel von mir. Ach ja, du kannst entweder angeschlagen sein, dann kriegst du am Boden rum, so wie bei Division. Ja. Dann kann dich einer wiederbeleben oder du kannst ganz tot sein. Okay. Also ich kann dich nur wiederbeleben, nicht irgendwer anders, ne? Okay, das kann man auch plündern? Also wenn Klar, wenn du einen gekillt hast, kannst du den plündern, ne? Wenn du F drückst, springst du ab und machst du Türen auf oder nimmst Sachen. Und mit I siehst du dann Inventar und kannst du dann die Waffe... zum Beispiel die erweiterte Magazin auf die Waffe ziehen. Okay, Match startet in 53 Sekunden. Ja, sag ich ja, eine Minute really zählt es runter. Du kannst jetzt hier, guck mal wieder nach. Wo bist du denn? Hinter dir. Du siehst mich da. Jo, Fam. Mit so einem blauen Dings, da steht mein Name drüber. Hier, hinter dir. Ach da. Ja. Und dann kannst du hier reinlaufen. Aber da gibt's hier auch Rennen, ne? Rennen-Taste, die habe ich mir woanders hingelegt, ich weiß nicht, wo die Original ist. Und hier in dem... Alter, die schießen schon auf uns. Ja, aber passiert nichts. Okay. Und hier liegen dann Sachen oder so und die kannst du aufnehmen. Und du brauchst auch einen Rucksack am Anfang. So möglichst schnell einen Rucksack, sonst kannst du nicht so viele Sachen tragen. Und es gibt Stufe 1 und Stufe 2 Sachen. Die Stufe 2 Sachen sind natürlich besser, ne? Okay. Also wenn du dann so drauf guckst und da steht Stufe 2 Rucksack, dann kannst du ihn besser austauschen. Also ich sehe hier im Moment noch nichts. So, jetzt bist du in dem Flugzeug, drück mal M. Und irgendwann taucht es da auf der Karte auf. Und dann kannst du aussuchen, wann du abspringst. Ich sag dir dann, wenn wir abspringen. Am was besten, Da ja, sind da jetzt alle Spieler drin von uns? Da werden wahrscheinlich auch andere abspringen, das heißt... Da kannst du direkt ein bisschen Schlägerei geben. So, ich sag dir Bescheid. Ja. Jetzt drück mal F. So, dann fliegst du da jetzt so. Ja. Und am besten da an der Stadt landen, da wo die ganzen Häuser sind. Auf die Stadt so zusteuern. Okay. Der Fallschirm löst automatisch aus, wenn du ziemlich weit unten bist. Ah, okay. Brauchst du gar nicht auf E drücken. Ja, okay, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ja, das macht er automatisch, wenn du in einer bestimmten Höhe bist. Ja, am besten über irgendeinem Haus landen. Ich versuche dir zu folgen. Ja. Ich steuer mal hier auf diese drei Häuser zu. Dann gehst du direkt in das Haus rein und suchst nach Waffen. Okay. Ah, hier ist ein Benzinkanister und ein Rucksack. Bist du schon unten? Hm? Bist du schon unten? Ja. 95 noch am Leben. Ich hab hier Solo gefunden. Ja, wenn du eine Waffe gefunden hast, musst du die auswählen und musst direkt nachladen mit R. Weiter zum... Also bis ich, glaube ich, auf dem Boden bin, sind, glaube ich, schon alle tot. Hat man dafür nur 5 Minuten Zeit oder was? Wieso? Weil da unten läuft ein Timer, 4 Minuten 38. Ja, ich denke mal, wenn der Timer zu Ende ist... Dann wird dieser Dings verkleinert, dieser Kampfbereich. Ach so, okay.
Wie gesagt, er könnte jetzt sofort irgendwer rumgurken und auf dich schießen. Musst aufpassen. Sobald er einen siehst, drauf schießen, außer ich bin's. Aber mich kannst du nicht verletzen. Okay, hier ist ein Benzinkanister. Ich hab dich erstmal gefunden. Ja, den Benzinkanister brauchst du erstmal nicht. Hier ist ein Rucksack. Okay, ich komme. Wohl, den habe ich jetzt gerade genommen. Jetzt kriegst du den Stufe 1 Rucksack. So, der liegt hier. Ah, cool, der setzt den auch direkt ein. Was ist das? Jo, zweifacher das ist... Zoom. Sucher? Ah, Verband. Ja, am besten jeder geht woanders hin. Jeder geht in ein anderes Haus, sonst nimmst du dir gegenseitig die Sachen weg. Ja, ist wie bei Überleben, ne? Ja, quasi. Hier mal gucken. Hier oben kannst du auch von oben rausgucken und kannst du auf die anderen schießen. Und hier oben sind auch noch Sachen zum Teil. Hier ist eine Polizeiweste und eine Granate. Ich habe ein erweitertes Magazin gefunden. Wow, ohne eine Waffe bringt mir das herzlich wenig was. Ja, komm mal hier hoch. Hier ist eine Weste und... Oh, okay, ich habe eine Schrotflinte. Ja, die habe ich auch. Musst du direkt nachladen dann, ne? Weil die ist erstmal nicht geladen. Okay. Hier sind zwei Westen, Polizeiwesten. Also damit kriegst du mehr. Graue mit I guckst du auf Inventar, was du so hast, ne? Okay. Wie kann man ausrüsten? Ah, okay. Ja, ist bestimmt nachladen. Ah, du hörst schon, die ballern da schon. Wenn du auf M drückst, ne, siehst du diesen Kreis da, ne? Da müssen wir rein. Weil sonst verkleinert das gleich. Ach du Scheiße, sind wir ja ganz schön weit weg. Naja, wir können in die Richtung laufen oder wir können gleich versuchen, irgendwie ein Fahrzeug zu finden, womit wir da. Du hast dir gesagt, hier ist noch eine Dingsweste. Auf oben dem Dach. Auf dem Dach, ja. Polizeiweste. Die zieht er die auch direkt an, ja, ne? Ja, wenn du die nimmst, zieht er die, glaube ich, direkt an, ja. Okay, habe ich. Hier unten liegt noch ein Rucksack rum. Wenn du noch keinen Rucksack hast. Doch, habe ich doch, gerade eben schon genommen. Ja, dann müssen wir uns mal ein bisschen in die Richtung aufmachen. Warst du schon in dem Lagerhalle hier? Nein, ich bin dir direkt gefolgt. Ah, ich nehme lieber die Pistole, die ist mir lieber als... Ich hatte jetzt gerade so eine bekackte... Altmodische Baseballmütze. Bündungsfeuer, Schnellwechselmagazin, erweitertes Magazin, okay. Am besten brauchst du so eine Stufe 1. Achso, das ist ja so ein Helm kannst du nehmen, ne? Motorradhelm. Ich habe gerade eben die Mütze dafür genommen. Okay. Ja, ich glaube, okay, der Helm ist besser als die Mütze, ne? Echt? Aber jetzt hast du den Helm genommen, ne? Klar. Schon eingesagt. Ja, komm, jetzt fahren wir mal ein bisschen in die Richtung. Fahren? Wenn andere Spieler siehst, direkt drauf schießen. Da hinten fährt einer mit einem Auto, ne? Weil wenn du nicht auf die schießt, schießen die auf dich und dann bist du tot. In einer Minute müssen wir da sein. Ja, aber es geht relativ schnell. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo ein Auto finden. Hier sind zum Beispiel noch ganz viele Gebäude, da kannst du dir irgendwas besorgen. Du hast ja schon immer eine MP, ich habe nur die scheiß Schrotflinte und eine Pistole. Ja. Eine Zweischuss-Schrotflinte, na toll. Kann man auch Sachen abgeben? Oh. Kannst du einfach fallen lassen. Und jedes Mal, wenn ich springen will, schieße ich. Ich Taste direkt daneben ab. Ja, kannst du ein anderes Hemd nehmen, ne? Da würde ich eigentlich irgendwas nehmen, womit die dich nicht so schnell sehen. Irgendwas Dunkles, weißt du? Wenn du was Weißes hast, sehen die dich ja sofort. Naja, ich habe eh schon grau an. In 10 Sekunden, was passiert denn in 10 Sekunden? Da wird der beschränkt, der Spielbereich. Und dann kriegen wir langsam was ab. Ach du Scheiße. Deswegen, wir müssen weiter hier in die Richtung laufen. Dann siehst du so eine Wand, wie so ein Kraftfeld, okay, die auf dich zukommt. Und wenn du da drin stehst, dann zieht er dir Leben ab. Ja, super. Musst du so schnell wie möglich da raus. Also in die Richtung, wo dieser Kreis auf der Map ist und der ist sicher. Und wenn du was Rotes auf der Map siehst, dann musst du, wenn du in dem Bereich bist, musst du sofort in so ein Haus rein, sonst fängt es an... So, sonst gibt's hier so Granatenbeschuss. Artillerie oder was? Ja, genau. Und wenn der dich trifft, dann bist du auch ziemlich schnell tot.
Ich guck noch hier rein. Bis jetzt ist ja noch der. Ich bin Bereich oben noch auf in dem Ordnung. Dach. Hier ist eine Kampfhose. Scheiß Benzinkanister, was willst du damit? Also du darfst nicht zu viel in dein Inventar reintun, was du nicht brauchst, weil ansonsten ist das Ding voll und dann, wenn es voll ist, dann kannst du nicht mehr nehmen. Okay, wo bist du? Irgendwer schießt auf mich. Da hinten ist so ein Penner. Aber ich habe ja nur eine Schrotflinte. Der ist da hinten. Nee, aber ich suche mal nach einer besseren. Ich wurde getroffen. Ja, da hinten ist einer. Ich suche eine bessere Waffe. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch eine UMP. Was ist der denn? Wie kommt man denn in seinen. Oh, hier ist eine Shotgun. Mit I-Inventar. Ah, damit kann ich mich also auch heilen. Ja, und da kannst du dann jetzt irgendwie einen Kompensator oder sowas, kannst du dann rüber auf deine Waffe ziehen. Ich habe ein erweitertes Magazin für S12 AK. Ich habe erweitertes Schnellzugriffmagazin für AR S12K. Ich habe Luftkappe für S 1897, Alter, ich hab so verdammt viel, ich weiß gar nicht. Ja, also manche Sachen passen halt nur auf eine Waffe, ne? Wie kann ich mich denn heilen? So? Auf Inventar und dann rechten Mausklick auf, da müsste in deinem Verband. Inventar dann irgendwas mit Verbandskasten oder so sein. Ja, ich kann das ziehen, aber wohin soll ich das ziehen? Einen rechten Mausklick drauf machen. Ah, okay. Oh, ich höre einen. Und wenn du irgendwie so einen Sucher oder sowas auf dein Gewehr gemacht hast, dann doppelt rechten Mausklick drauf. Wenn du die Waffe an hast, dann hast du so ein Visier. Okay. Hier ist irgendwo einer. Ich höre noch einen. Ich hab den Zaun fast aus. Was ist das denn? Hörst du den? Da rennt irgendwo einer rum. Da draußen. Schießt du gerade? Ja. Und wenn du auf B drückst, kannst du den Feuermodus wechseln. Feuerstoß, vollautomatisch. Oder ja. Feuerstoß. Sowas. Der Typ war da drüben drinne. Er hat sich jetzt irgendwo. In der Garage oder was? Ja. Wo ich hingeschossen hab. Okay. Da wo ich jetzt gerade zu. Da oben ist der. Ah, ich bin down. Oh, wo ist der? Oben im ersten Geschoss. Scheiße, ich bin tot. Ganz tot? Ich bin ganz tot, ja. Vorsicht, der ist da. Geh nicht dahin. Der zweite Garage, oberes Fenster. So da. Nachladen. Loote mich doch da. Ich habe gute Sachen, denke ich mal. Wo ist der Typ? Da oben. Nein! Hat er mich auch. Ja, jetzt gehen wir wieder Ausgang zur Lobby. Okay, das war ja kurz. Es waren 32, wir waren nur noch 32 Leute da. Aber jetzt weißt du ungefähr schon mal ein bisschen was. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Direkt fertig? Ich bin da. Ich bin in der Lobby. Ich mache aber mal kurz den Sound ein bisschen höher. Gesamtlautstärke, Effektlautstärke. Mach ich mal ein bisschen höher. Mach ich mal auf 50. Damit man auch was hört. Was heißt BO? Böse Onkels? Keine Ahnung. Das ist mir auch noch nicht, da kannst du ja aber googeln alles. Gesamtlautstärke mache ich mal auf 44. So, von mir aus können wir.
Ja, der sagt ja schon Matching. Ja, wie gesagt, am Anfang kannst du einfach nur rumrennen und hauen und irgendwas machen. Oder ein bisschen rumrennen und springen oder so. Und wenn du dir jetzt am Anfang, bevor du im Flugzeug bist, schon Rucksack angelst, den hast du dann auch direkt, wenn Nee, du nee. abgesprungen hast? Wenn es anfängt, dann bist du erstmal wieder normal. Also dann ist erstmal alles weg. Hier kannst du nur ein bisschen üben. Hier, weiß nicht, dir irgendeine Waffe holen, bisschen rumhauen oder so. Kannst du ja auch am Boden legen. Ich hatte hier auf Y gemacht bei mir. Und dann Nee. hier am Boden rumkriechen. Y ist bei mir gar nichts. Leertaste ist springen. Hinlegen, dann musst du gucken, was hinlegen ist. Du kannst geduckt halten, du kannst aus der Deckung so rechts rausgucken und dann schießen. Dann bist du halt so mehr in der Deckung. Warum ist hier kein Timer? 89 beigetreten, weil Also noch Match nicht. startet in. Jo. Ich glaube, der Timer fängt an, wenn 90 beigetreten sind oder so. Woher haben die denn schon die Waffen? Die liegen hier irgendwo rum, aber wenn die die nehmen, sind die da erstmal weg. Ach so. Also manche rennen ja so fort da in diese Halle rein oder auf das Flugzeug und da sind irgendwo welche. Ach, guck mal, da hinten ist was. Da ist so ein Bunker, weißt du? Da kannst du auch rein, da sind auch Waffen. Hier, wo ich hinrenne. Ich bin hinter dir. Da kannst du hier in diesen Bunker rein und in dem Bunker sind Waffen. Diese Bunker gibt's auch in der im Spiel dann, ne? Ah, okay, Und cool. da sind 100 meistens ziemlich beigetreten, ordentlich cool. Waffen drin oder so. Wenn die Aber nicht alle jetzt schon haben die gelootet worden anscheinend schon sind. alles weggenommen hier. Guck mal, hier ist eine Mikro-Uzi. Und du musst halt immer sofort laden dann. Ah, jetzt sind wir schon in dem Flugzeug. Du Jetzt sagst musst du wieder mir. auf M drücken, gucken, wo das Flugzeug rauskommt, dann müssen wir rechtzeitig abspringen. Also mal so kurz vor so einer Stadt oder sowas. Auf jeden Fall irgendwo, wo Häuser sind. Okay. Wir Markier sind doch mal da, wir irgendwas. springen über den Ruin ab. Ich markiere mal eben, ja. Da ganz hinten, dieses Ja, Gelbe. musst ein bisschen warten, bis das Flugzeug da hingeflogen ist. Was passiert, wenn man gar nicht abspringt? Habe ich noch nicht ausprobiert. Bist du dann instant tot oder was? Keine Ahnung, vielleicht kommt er dann noch mal und fliegt noch mal da drüber oder so. Aber du verlierst ja dann jede Menge Zeit. Ich bin abgesprungen. Das sagst du aber früh. Hab doch gesagt, da bei den Dings. Du kannst jetzt mit deinen WASD-Tasten runterdrücken und dann fliegst du schneller dem Boden entgegen. Und der Ich öffnet habe in meinen automatisch den Rechner. Fallschirm oder was? Sam. Oh, da sind zwei haben uns überholt. Ja. Müssen wir aufpassen, die springen auch da ab, wo wir sind. Ich Am hab's. besten zu den drei einzelnen Häusern, die daneben sind. Da ist keiner. Jo. Weil sonst geht direkt die Ballerei los. Sobald die eine Waffe finden, schießen die auf dich, ne? Und sofort, wer tot ist, ist tot. Ja, ich hab's gerade eben gemerkt. Wie gesagt, erst kriechst du dann ja noch rum, dann kann ich dich wiederbeleben. Aber wenn die dich komplett Ich weggeschossen bin da haben, dann unten. kannst du nur noch zugucken. Warum bist du jetzt schneller unten wie ich? Weil ich Verstehe ich nicht. mich. Ach, schnell in so ein Häuschen rein und nach Waffen suchen. Da ist sogar ein Fahrzeug. Mehr öffnen, also die Öffnen-Taste und Springen-Taste auf die Maus gelegt. Das Fahrzeug können wir nachher benutzen, um in diesen Kreis zu kommen, wenn das Spielfeld verengt wird. Ach, F. Wangenpolster? Ein Wangenpolster gekriegt. Ein Wangenpolster? Ein So eine Watte, wenn du Wangenpolster. beim Zahnarzt bist oder was? Ja, so ist in der Art. Rauchgranate. Ja, wichtig ist am Anfang auf jeden Fall
Dings zu holen, einen, einen Rucksack. Und halt dunkle Sachen anziehen, damit die dich nicht sofort sehen. Halt eine Hose. Ich glaube, die ist von uns beiden, ne? Kampfhose, Tarnung. Ja. Hallo? Hier ist nix. Geh wieder runter. Nächstes Haus rein. Auf der Map siehst du mich immer so, ne? Ja. Also fingerlose Handschuhe? Okay. Guck mal, hier ist ein Fahrzeug, was wir nehmen können. Ja, ich lacke. Lol, ich habe jetzt eine Brille auf. Benzinkanister mitgenommen. Also in dieses Fahrzeug können wir einsteigen, was da in der Garage steht. Mhm. Aber erstmal brauchen wir gescheite Waffen hier. Was hast du gesagt? Wie mache ich nochmal automatisch? Automatisch. Feuerschüsse. B ist das. B. Also Feuerstoß. Feuerstoß. Hier ist ein Rucksack, falls du eins brauchst. Einen brauchst. Ja, ja, wo? Da hinten. Weil der ist relativ wichtig, sonst kannst du kaum was tragen. Wo denn? Ach, da. Ach, hier, sonst ist hier nichts mehr. Wir brauchen irgendeine Waffe. Eine Waffe. Ich hab das schon. Ja, du hast eine Waffe? Ja, direkt als erstes gefunden. Scheiße, ich brauche irgendwas. Ich habe noch nicht mal eine Pistole. Ich kann ja nur hauen jetzt. Warte mal, wenn du mir sagst, wie ich teilen kann, dann... Du gehst auf dein Inventar und schmeißt es auf den Boden. Also einfach nach links. Polizeiweste habe ich jetzt. Die UMP. Also du kannst einfach das aus deinem Inventar nehmen und dann nach links ziehen. Und dann schmeißt es auf den Boden hin. 9 mm. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte. Ah, da geht schon los irgendwo in der Nähe. Ja, ich hab's gehört. Ich dachte, ich hätte noch zwei. Hast du irgendwie eine Pistole oder sowas? Eine Pistole habe ich. Warte. Kannst du mir irgendwas hinschmeißen? Ah ja. Ich habe ja, aber ich habe keine Munition. Du musst mir die Munition dazu noch geben. Ich hatte die doch nachgeladen. Ich weiß nicht, welche Munition das jetzt gerade ist, auswendig. Nee, die war jetzt leer geladen. Warte, ich guck mal, ob das die ist. Ja, das war die. Jetzt habe ich 15 Schuss. Okay. Dann kann ich die 9 mm wieder nehmen? Cool, nee, 9 mm wäre mir lieber. Oder was war 9 mm? Ach so, Munition, ja, die kannst du wieder nehmen, warte. Nee, nimm du. Ich habe ja die UMP. Ja, die 9 mm Munition nutzt mir ja nichts. Die ist ja für deine UMP. Ach so, okay. Will ich die. Ja, da würde ich mal sagen, fahren wir mal los, oder? Warte, ich guck mal eben auf die Map. Siehst du den roten Kreis? Da ist das Artilleriezeug. Ja. Ich würde sagen, wir fahren dahin. Ja, dann mal einsteigen, wa? Bin ich fahren? Fährst du oder fahre ich? Ich glaube, du bist der Fahrer. Ah, okay. Aber da wo? Hat sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Andere Richtung. Genau hinter. Da, wo diese gestrichelte Linie ist. Ich hätte das ja markiert, wo wir hin müssen. Aber pass auf, wenn irgendwo Gegner sind, die können einen auch aus dem Auto rausschießen, ne? Das habe ich mir gedacht. Ja, genau, zur Karte. Zur Straße meine ich, sorry. Kannst du da mal eben kurz warten? Ich guck mal eben kurz da rein, ob hier was drin liegt in diesem kleinen Häuschen. Ne, ist nichts drin, scheiße. Ich komme sofort wieder. Einsteigen, so. Er hat mich hinten reingesetzt. Ich kann mich jetzt rauslehnen und schießen. Also ich fahre dieser gestrichelten Linie entlang, ne? Ja, fahr einfach der Straße nach. Da kommst du automatisch, glaube ich, dann dahin, wo wir hin müssen. Sollen wir hier mal gucken? Hier sind so viele Häuser. Könnten wir machen, aber die beschränken das gleich. Müssen wir aufpassen, dass keiner unser Auto klaut, ne? Ach so, okay. Aber, ja, können wir mal eben kurz gucken. Das doof, ich bin im Fahren ausgestiegen. Oh, guck mal, hier ist eine Schrotflinte. Immer das ist immer, hat sich ja gelohnt. Halt, ja, jetzt habe ich eine Schrotflinte, das ist schon mal besser. Oh, Turnschuh, kannst du behalten, da brauche ich nicht. Oh ja, sogar kann eine Mehrschuss. Nee, Schränke kann man Schuss nicht. Schrotflinte.
Am besten ist eigentlich so, du kannst ja auch Sniper-Gewehre und sowas finden. Okay, also das waren die hohen Turnschuhe. Hier ist ein Verbandskasten. Kann ich Kampfrost mich direkt mal heilen, blau. wa? Oh, was liegt denn hier Feines? Oh. Du kannst auch einen Energy Drink nehmen und damit kannst du dann schneller laufen und so. Und Stufe 2 ist halt immer besser als Stufe 1. Es gibt da einige Sachen, Stufe 1 und Stufe 2. Okay. Ich habe ein richtiges Maschinchen gerade gefunden. Was für Maschinchen? Wofür brauche ich ein erweitertes Magazin, Pistole? Wofür brauche ich eine Pfanne? Die Pfanne, damit kannst du einen hauen und die ist ziemlich schussfest. Dann bist du besser geschützt. Okay. So, wo bist du? Da in dem Haus. Da bist du. Hier so einen Handgriff und so. Aber das, was du da. Hier ist eine Polizeiweste übrigens. Die kannst du auch noch. Hier ist Wenn du noch nicht eine schon eine Kiste. bessere hast. Hier ist ein Motorradhelm und eine Rauchgranate. Also einen Motorradhelm brauche ich nicht. Hier, da ist ein Helm drin in dem Ding. Nein! Out of video memory trying to allocate a texture. Make sure your video card has the minimum. Was? Och nö. Ich bin gekickt. Oh. Ich weiß nicht warum. Aber ich nehme nur noch auf. Ja, Freunde, dann beende ich mal kurz die Aufnahme und melde mich gleich wieder. Da steht jetzt keine Aufnahme. Also bei mir Aufnahme bist du nur im läuft. Spiel.